Wirst du immer noch wütend, wenn du darüber nachdenkst? Sei ehrlich, wenn du willst. Sei ehrlich zu dir selbst. Okay. Dann würde ich sagen, ist das das Zeichen, um das abzuschließen für dich. Du brauchst deine Energie im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Wenn du darüber nachdenkst, dann sendest du deine Energie in die Vergangenheit, besonders zu dieser Situation, die dich wütend macht, und das willst du nicht. Also schließe damit ab. Du brauchst deine Energie hier. Okay. Wann warst du das letzte Mal traurig?
hast du dich das letzte Mal geliebt gefühlt? Und ich meine nicht nur vom Partner, sondern es kann auch von Eltern sein oder von der Katze oder vom Universum. Egal was, du hast dich einfach geliebt gefühlt. Oder achtest du auf sowas gar nicht? Schätzt du das ein? Lachst du oft am Tag oder eher selten? Oder war es vielleicht viel und jetzt ist es eher weniger geworden? Also ich kann zum Beispiel sagen, während meiner Schulzeit, da habe ich sehr, sehr viel gelacht. Also mit den Mitschülern, mit den Freunden. Manchmal konnte man gar nicht mehr aufhören und wenn der Lehrer reinkam, dann wird es immer schlimmer natürlich. Man muss immer mehr lachen und so. Also wir haben sehr, sehr viel gelacht. Das weiß ich noch. Und dann, ja, dann wurde es weniger, genau. Wie ist das bei dir so? So grobe Einschätzung.
25 schaust du dieses Video noch an? Wenn ja, dann schreib in die Kommentare eine Schneeflocke und ein Herzchen. Dann weiß ich, dass du es bis hierher geschafft hast. Und ich danke dir natürlich, dass du bis hierher gekommen bist. Und jetzt wiederhole das, was ich jetzt sage.